Guten Tag, mein Name ist Dr. Florian Haas, Leiter der Projektabteilung bei der Actindo AG und ich freue mich, heute hier einen Vortrag beim Innovo Data Day halten zu dürfen. Actindo ist ein seit 2007 in München ansässiges Unternehmen. Wir waren das erste cloud-basierte ERP-System auf dem Markt gewesen und seit einigen Jahren haben wir uns weiterentwickelt zu einer neuen Evolutionsstufe eines ERP-Systems, nämlich hin zu einer Digital Operations Plattform, was auch in Expertenkreisen angesehen wird als die Weiterentwicklung angestaubter ERP-Systeme. Wir sind Mitglied der MACH Alliance, einer Zusammenfügung von Tech-Unternehmen wie Akineo, wie Magento, wie Salesforce, die sozusagen neue Designparadigmen für ERP-Systeme, für Shop-Systeme eben in eine gemeinsame Richtung ausrichten. Und Actindo ist seit einigen Jahren eben hier auch mit dabei. Was heißt Digital Operations Plattform? Wie gesagt, die Weiterentwicklung eines ERP-Systems. Nun, man kann es hier auf vier Säulen das Ganze eben aufbauen. Das erste ist ein Composable ERP-System. Das bedeutet, dass sozusagen in unserem System es keine intrinsischen Prozesse gibt, die letztendlich das System vorgibt, sondern wir können jeden Business Case eben abbilden, den der Kunde, in dem Fall der Händler, eben uns vorgibt. Wir haben hier eben nicht die großen Nachteile eines Change Managements oder eines Systems, was aufwendig programmiert werden muss, sondern 90% können bei uns durch Parametrierung erledigt werden. Dazu brauchen wir die zweite Säule, die Workflow Automation. Damit sind wir eben in der Lage, neben der Parametrierung auch ganze Prozessketten abzubilden. Das passiert bei uns auf Petri-Netzen. Und hier haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, jeglichen transaktionsbasierten Business Case unserer Händler durch Parametrierung und annähernd ohne Entwicklung abbilden zu können. Das Weitere, was wir haben für die Prozessintegration, ist die Low-Code-Integration. Das bedeutet natürlich, wir sehen uns als Datendrehscheibe, als Prozessdrehscheibe und hier müssen wir und hier können wir eben mit wenig Entwickleraufwand dementsprechend hier auch das ganze Thema andere Dienstleister integrieren und sozusagen auch den Datenaustausch damit optimieren. Die vierte Säule ist natürlich Unified Customer Experience, was bei uns hier der Vorteil ist, dass wir jegliche Daten, Transaktionsdaten im System haben. Wir haben ein eigenes POS-System. Wir haben die Anbindung an nahezu alle Omnichannel-Marktplatzsysteme, Fakturierung, Buchhaltung, Logistik, Retourenmanagement, alles in unserem System, sodass wir dann 360 Grad Datenblickwinkel der Endkunden eben bieten können und das Ganze eben dann dementsprechend auch ausspielen können, wie zum Beispiel an Minubo. Ich möchte diese Folie ganz kurz hier einschieben. Gerade das, was ich gerade gesagt habe, diese vier Säulen setzen wir gerade in einer zweiten Projekt-Wave um bei Captain und Sun. Wir hatten schon im letzten Jahr einen MVP-Ansatz gefahren, wo diese vier Säulen zum ersten Mal eingeführt worden sind, um den größten Load, den sie haben, am Black Friday einigermaßen abzufedern. Und dieses Jahr läuft eben hier die Folgewave, also das Folgeprojekt, bei dem eine komplette Integration durch Actindo erfolgt. Actindo übernimmt bei Captain und sonst das gesamte Backoffice-System und alle Datenströme laufen an Actindo ein und werden dann von Actindo an die BI-Logiken von Captain und sonst weitergegeben. Wir haben eben hier alles von der Omnichannel Orchestration über eben diese Process Orchestration, diese eben Workflow Automation bis zum Data Warehouse und wir übernehmen alles vom B2B, D2C und auch Retail. Ich will aber heute auf einen anderen Case eingehen. Man kann es vielleicht hier an den Bildern kurz sehen. Es geht um einen Spielekonsolenhersteller, der europaweit sein Geschäftsmodell neu aufgestellt hat. Die Motivation war gewesen, sozusagen ein europäisches, einheitliches System zu bekommen, was auch skalierbar sein kann. Natürlich immer mit der Folge, eine größere Customer Experience zu generieren aus dem Ganzen. Man war auf der Suche nach zukunftssicherer und nachhaltiger Software gewesen und man wollte sich mehr Kontrolle ins Unternehmen zurückholen und weniger bei den Dienstleistern. Die Herausforderung war natürlich hier, dass verschiedene Datenströme, heterogene Datenströme vereinheitlicht werden mussten. Wir werden das später nochmal im Detail beleuchten. Die Daten waren natürlich hier zersplittert zwischen mehreren
eben Dienstleistern. Auch die Dienstleister generell mussten integriert werden. Wir reden hier von PSP, Logistikern, Webshop, interne SAP. Das Ganze natürlich integriert in Bestands-IT-Landschaft des Kunden. Und natürlich reden wir hier bei diesem Kunden von einem hohen fünfstelligen Ordervolumen pro Stunde im Peak, was auch abgearbeitet werden muss. Wichtig natürlich auch hier ist eine hohe Datensicherheit. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum hier in München. Die Daten liegen eben nicht auf AWS, sondern in unserem eigenen Rechenzentrum. Das ist letztendlich hier mal so die Datenlandschaft, wie man es sich vorgestellt hat. Verschiedene Datenströme, verschiedene Dienstleister, verschiedene Möglichkeiten der IT-Landschaft, die eben hier sind. Alles sollte mit allem verbunden werden. Man sieht das Ganze, sieht etwas chaotisch aus. Und eben Actindo ist eben hier die Spinne im Netz, die einerseits die Datendrehscheibe ist, die Daten auch hier zusammenfasst und eben ausspielt, aber auch die Prozessdrehscheibe, sprich wir integrieren andere Dienstleister bei uns mit ein, aber auch, wie gesagt, diese Workflow Orchestration, die wir haben, dass dann eben wir versuchen, diesen gesamten Business Case des Kunden individuell abzubilden im System und so dann eben das System zu parametrieren, genau auch von den Workflows her, von den Prozessen her, wie es der Kunde eben benötigt. Ich würde ja ganz gerne noch ganz kurz auf diesen einen Teil eingehen, sprich die Vereinheitlichung von Datenströmen, externen heterogenen Datenströmen und wie wir sie eben hier beispielhaft ausgespielt haben auf den Webshop. Man sieht es aber auch an den Pfeilen. Man kann diesen Datenstrom, wenn er generiert ist, auch dann konzernweit an allen anderen Stellen eben ausspielen. Das Problem bei diesem Kunden war, man hat Legacy-Software-Datenmodelle, die eben hier sind, die Produktbeschreibungen, eben auch dann hier, wie gesagt, Stammdaten, die ganz woanders liegen, man hat eine separate Price Engine, man hat Cloudinary und all diese Daten mussten nicht nur ins System reingebracht werden. Hier haben wir den Vorteil, wir haben eine flexible Datenarchitektur, die auf ERV-Datenbankmodellen beruht, also Entity, Attribute and Value, natürlich immer nachgeschaltet mit einem ETL-Mapping. Und durch unsere Datenarchitektur und dem ETL-Mapping konnten wir eben hier aus verschiedenen Systemen die ganzen Daten ins System holen, haben die Daten dann nicht nur vereinheitlicht, sondern auch noch komplett eine neue Produkthierarchie aufgebaut. Aus Einzelartikel wurden dann eben Variantenartikel und das Ganze zusammengefasst und dann sozusagen mit Cloudinary verheiratet und dann eben noch einmal ausgespielt hier an den Marktplatz, hier in dem Fall an Salesforce. Wichtig war dem Kunden natürlich auch, dass wir jetzt hier in dem Falle nicht nur die Möglichkeit hatten, diesen Datenstrom an Salesforce auszuspielen, denn zum ersten Mal war man in der Lage, auch diesen Datenstrom konzernweit, europaweit eben auszuspielen und zu benutzen für auch andere Möglichkeiten. Ich habe es eingangs erwähnt, eine der Säulen ist bei uns eben Workflow Automation oder Process Orchestration. Wie gesagt, man kann bei uns durch Parametrierung und durch User Interfaces jeden möglichen Business Case eben abbilden. Man sieht zum Beispiel hier einen Business Case, der zum Beispiel dann je nach Bezahlmethode anderes Verhalten im System eben zeigt. Und das ist eben auch ein Vorteil. Man ist eben nicht mehr auf Softwareentwicklung angewiesen. Man muss auch nicht mehr für teures Geld die Software umprogrammieren. Man bleibt im Standard und kann dennoch hier jeden, größtenteils jeden Wunsch des Kunden, wie sein Business Case auszusehen hat, eben abbilden. Ich habe schon gesagt, unsere Datenarchitektur nennt sich Data Hub, basiert auf einem ERV-Datenbankmodell, natürlich nachgeschalten mit ETL. Hier sieht man dann die Beispiele. Wir haben um die 120, 130 Erweiterungen im System, die eben hier alles Mögliche eben ändern können, sprich von der Quelle zu den Zieldaten können sie umgearbeitet werden. Wir haben hier logische Erweiterungen mit if-else. Wir haben natürlich numerische Erweiterungen. Wir haben Erweiterungen aus einer URL, ein Bild zu machen oder Ähnliches. Also die Möglichkeiten sind hier ganz beliebig, um die Daten auf dem Weg zum Ziel auch noch einmal zu bearbeiten. Letzter Punkt ist, ich habe es gesagt, uns ist auch wichtig, die Dienstleister mit reinzuholen, um eben hier eine Process Integration zu machen. Auch die muss natürlich auf dem Low-Code-Level eben funktionieren. Und das Ganze ist eben hier bei uns so abgebildet. Das heißt, ich kann hier auf sehr günstigen und sehr einfachen Wege über die APIs der Dienstleister sie mit uns integrieren und dadurch eben dann Prozesse, aber auch viel mehr eben Daten austauschen. Eingangs habe ich gesagt, wir sind Mitglied der MAC Alliance.
Man kann eben nicht einfach Mitglied der MAC Alliance werden, man kann sich nicht einkaufen, man muss tatsächlich seine Architektur offenlegen, man muss seine Designparadigmen offenlegen und die anderen Unternehmen, die CTOs, andere Unternehmen sehen dann, ob man in diese Alliance eben hineinpasst. Diese Alliance hat 4 Säulen, die ihnen wichtig sind, dafür auch diese Buchstaben MAC, also M-A-C-H. M steht für Agilität durch Microservices, was wir eben abgebildet haben, indem wir nicht mehr starre ERP-Prozesse haben, sondern auch den Workflow-Manager hier um die 10.000 Microservices im System haben, um beliebige Kundencases nachzubauen. Wir haben natürlich A steht für APIs. Unser System ist nicht nur nach außen über APIs erreichbar, sondern auch intern kommunizieren die einzelnen Module, Faktorierung, Buchhaltung, Omnichannel etc. pp. Über die APIs und auch der UI-Layer von Actendo ist über die API mit dem Backend verbunden. C steht für Cloud-basiert. Da sind wir seit unserer Geburtsstunde von Actendo. H steht für Headless. Und was wir noch erfüllen, ist das Plus. Das Plus steht dafür Low-Code. Sprich, wir sind der Ansicht, ein System muss für den Kunden beliebig anpassbar sein, aber so wenig wie möglich Softwareentwicklung muss es dafür geben. Und das Ziel ist es eben hier, das Ganze mit Low-Code zu machen und größtenteils durch Parametrierung. Sei es in der Process Integration, sei es beim Datenmodell durch DataHub und ETL oder in der Workflow Automation mit unserem Workflow Manager. Das sind die Möglichkeiten, die wir den Kunden an die Hand geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es Fragen gibt. Sie können jederzeit hier im Speaker-Slot fragen oder im Nachgang mich auch gerne per E-Mail anschreiben. Ich würde mich freuen, wenn es zu einem kurzen Austausch kommen könnte. Dankeschön.